wie ich schon gesagt habe, mit Schraubenlack oder Schraubensicherung, wie ihr wollt. Okay, haben wir abgestellt. Die angefasste Stelle nehmen, wie ich schon gesagt habe, das Loch, das vorgeschnittene Loch mit dem Gewinde auf die angefasste Stelle. So. Und dann Schraube rein. Schön anziehen. Nicht zu fest, aber auch nicht zu locker. So. Seht ihr? Einmal frei. So muss das sein. So. Und jetzt kommt die Diffbox hier rein. Also das Differential. Ja, diesmal passt es ja besser. Einmal frei. Also wie ich eben euch schon gesagt habe, ich fette es diesmal, wenn ich es auf die Chassisplatte setze. Ja. So. Ja, einwandfrei. Gut. Dann die Kunststoffteile. Jene welche diese. Und diese, das ist alles nicht bezeichnet, ja. Also danach, also nicht richtig detailliert. Es sind hier einfach nur Zeichnungen gemacht, ja. Aber ganz ehrlich, wenn man da nicht richtig durchblickt, hat man wirklich die Arschlochkarte gezogen. Ja. Das mal hierzu. So. Ich muss selber mal schauen, wie das auf der Zeichnung ist. So. Okay. Kommen hier die Schrauben durch. Das war das eine. Hier ist die andere. Da kommen hier die Schrauben rein. Die Mutter, Entschuldigung. So. So, das wird da drauf gesetzt und dann von hinten verschraubt. Ich schraube das mal zu und dann sehen wir uns wieder. Ja, also Leute, ich kann es euch sagen, ja. Fängt schon wieder geil an, ja. Also, wie gesagt, also Ansmann hat wirklich gegenüber jetzt dem zweiten Terrier, gehe ich mal stark davon aus, oder dem Kryptonite, also riesige Schritte der Besserung unternommen. Ja. Erstes Mal, die scheiß Dämpferbrücke habe ich hier nicht drauf bekommen. Da musste ich nacharbeiten, ja, dass ich das überhaupt hinkriege. Ja. Es geht jetzt noch schwer runter. Ja. Die hat da nicht drauf gepasst. Ja. Wie ihr sehen könnt. Das zum Ersten. Dann die Schrauben. Ja. Mit denen man die Dämpferbrücke festdreht. Ja. Pro Diff sind es 4 Schrauben. Also summa summarum bräuchte ich 8 Schrauben. Ja. Ich habe schon alles durchgeguckt. Könnt ihr vergessen. Es sind 2, 4, 6 Schrauben. Also nach Adam Riese fehlen 2. Kotzt mich schon wieder tierisch an. Ja. Naja gut. Ich werde jetzt hergehen, ich werde die Schrauben komplett wegschmeißen und werde neue nehmen, ja, aus Edelstahl und fertig. Die werde ich mir jetzt mal suchen, drehe die rein, schraube die Diffs soweit zusammen und dann sehen wir uns nochmal. Bis dahin. So, Leute, hier bin ich wieder. Wie ihr sehen könnt, sind die Diffs zusammengebaut. Beide. Ja. Ja.
hier. So. Was lange währt, wird dann auch irgendwann mal gut. Ja. So, was ich festgestellt habe, das sagte ich euch hier schon. Die Schrauben, die für die Dämpferbrücken waren, davon waren zwei zu wenig. Okay, es kann natürlich sein, dass irgendwo in einer Tüte noch zwei von diesen Schrauben drin sind. Ja. Aber sollte man jetzt jede Tüte aufreißen und nach dieser Schraube gucken? Totaler Käse. Ich glaube mal eher, es fehlen zwei Stück. Dafür sind von den kleinen, wo die Kunststoffbrücken mit festgemacht werden, ja, für die Karo, zwei oder sogar vier zu viel. Ja. Also ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Wenn einer keine Schrauben zu Hause hat, dann kann er jetzt schon wieder nicht weitermachen. Das ist Schrott. Ja. Aber naja, gut. Okay. Ich habe jetzt Schrauben aus Edelstahl genommen, wie ihr sehen könnt. Das ist okay. Ja. Bestimmt besser als dieser schwarze Müll. Aber egal. Okay. Diffs sind zusammen. Ja, das war's von mir. Ja. Nächstes Video, denke ich mal, machen wir die Querlenker dran, ja, für die Hinterachse und für die Vorderachse. Ja, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, ja, und zwar nicht allzu langweilig. Jo, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen da oder vielleicht auch ein Abo, wenn ihr Bock habt. Ja, alles klar, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal, ja. Und noch schönes Wochenende.